ich hab... 154 Level. Jetzt kommen auch noch die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Diese Biester kommen. Oh mein Gott, ich glaube. Nein. Nein, ich verliere hier heute keine 150 Level. Ich bin so ein unprofessionelles Stück Scheiße. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich muss kacken. Ich muss echt richtig hart kacken. Ich komme gleich wieder. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich möchte heute erstmal ganz kurz erwähnen, ich habe ein paar Halsschmerzen. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Ich hoffe, meine Stimme kratzt nicht oder sowas. Falls doch, entschuldige ich mich auf jeden Fall schon mal dafür. Das Ding ist, ihr seht es schon, Leute. Ich stand hier eine ganze Menge AFK. Ich habe 154 Level. Fragt nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß es selber nicht. Und meine Rüstung hier hat nur noch 4 Durability pro Rüstungsset. Die anderen sehen doch ganz gut aus. Und mein Schwert ist auch komplett broken. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, wir wollen uns mal heute angucken, was dort in die Sortiermaschine gegangen ist. Was dort reingekommen ist. Und dann möchte ich mit euch mich heute mal wieder um die Villager kümmern. Denn unsere Villager-Farm ist ja immer noch kaputt. Da fehlen ja Betten. Und ich will jetzt eigentlich endlich mal einen Mending-Villager bekommen. Ich habe mich letztens nämlich auch wieder mal über die Villager so ein bisschen informiert. Weil ich das ja letzte Folge oder die letzten Male, wo ich mit den Villagern gearbeitet habe, kannte ich mich ja noch nicht so gut aus. Und ich habe da mal reingeguckt und ich denke mal, wir kriegen das ganz gut heute hin. Und ich muss selbst sagen, ich habe schon reingeguckt, Leute, ich habe schon in die Kiste geguckt, um mal hier Spannung aufzubauen und ich kann wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sie sind jetzt noch nicht alle voll, ist ja, denke ich, klar, aber da ist schon einiges drin. Denn wie ihr seht, hier sind jetzt die Goldnuggets drin und ich kann euch das hier mal zeigen. Ja, also hier sind fast 5 Doppelkisten mit voll, hier sind Dwarden Flashes auch fast alles voll und dann kommen wir hierzu. Ihr seht, da sind tausende von Kisten, die waren in der letzten Folge noch nicht. Das ganze System ist verstopft. Und ich stand ja da eine ganze Weile AFK und ich wollte nicht, dass der Stuff dann einfach verschwindet. Und dann habe ich einfach tausende Kisten dran gehangen. Ja, ich weiß auf jeden Fall, warum das System verstopft war. Denn all diese Kisten hier sind komplett voll mit Goldschwertern. Hier ist alles voll mit Goldschwertern. Hier hinten, alle Kisten voll mit Goldschwertern. Hier alles voll mit Goldschwertern. Hier alles voll mit Goldschwertern. Alles komplett voll einfach. Das Einzige, was nicht voll ist, sind die Kisten hier. Hier ist aber auch schon gut was drin. Und ich glaube, die hier sind nicht voll. Der Rest ist komplett voll. Und das wird dann halt alles in ein automatisches Lagersystem, in ein automatisches Brennofensystem geleitet. Wird dort gebrannt. Und kommt dann, denke ich, einfach wieder in Goldnuggets in die Sortiermaschine gefiltert. Ultra krank, was wir hier schon an Stuff haben. Also, so, und das Wichtigste habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, sind ein paar Stacks. Ich habe mir schon ausgerechnet, wenn wir die hier, wenn wir die Goldnuggets alle zusammen craften. Und oh, ich habe gerade voll viel Luft im Bauch. Nee, aber die Goldnuggets alle zusammen craften, ist die Doppelkiste hier voll mit Goldbarren. Und ich werde mir jetzt hier auch gleich mal ein paar Goldbarren nehmen und die einmal zu Goldblöcken craften und mit in die Oberwelt nehmen. Nur wie gesagt, dann, wir haben auf jeden Fall, denke ich, schon eine Doppelkiste voll mit Gold nur aus dieser Farm. Und da sind die Nuggets, die wir aus den Schwertern, was ja nicht allzu viel sein wird, aber trotzdem, da sind die noch nicht mit einberechnet. Und die Emeralds, die wir aus dem Golden Flash bekommen, ist auch noch gar nicht mit eingerechnet. Ab nach Hause. Hallo, liebes Zuhause. Ah, komm. Was ist denn hier passiert? Lol? Warum sind hier so viele Pigmen? Hilfe! Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz im Nether unser Portal einmal schließen. Weil ich habe ja ein Portal im Nether, was in der Oberwelt steht. Und ich glaube, da kommen die alle durch. Ich habe nicht... Lol? Yo, vor allem, hä? Die Chunks, die hier sind, die müssen... Oh, die müssen alle während der Zeit, wo ich AFK stand, gespawnt sein unten. Und müssen halt hier rübergekommen sein. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Okay, dann gehe ich jetzt direkt erstmal rüber und mache das Nether-Portal zu. Und dann gucken wir mal, wie wir die Viecher hier gefightet bekommen. Leute, ich habe jetzt nicht mal damit... Ja, hier stehen ja auch Tausende. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass da überhaupt welche sind. So, dann kill ich mal den einen Zombie. Ja, jetzt sind die alle aggressiv auf mich, aber die können mir gerade eh nichts tun. So, und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie ich die hier töte. Weil ihr seht, ich habe jetzt nicht unbedingt die OP-Rüstung dafür an. Ich glaube, ich stack mich einfach 3 Blöcke hoch. Und dann müsste ich die doch alle mit dem Bogen fighten können, oder? Ah, die sind eh One-Shot. Och, nee. Jetzt kommen auch noch die. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah! Das ist gerade eine echt miese Lage, wenn die ganze Zeit jetzt... Diese Biester kommen. Oh, mein Gott, ich glaube... Nein, nein, ich verliere hier heute keine 150 Level. Ich verliere heute sicher keine 150 Level. Hilfe. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, wir klatschen die jetzt easy. Und jetzt sind diese Biester aggressiv auf mich. Okay, Leute, alles ist erstmal gut. Wir müssen nur wissen, wie wir das jetzt hier durchspielen. Okay, ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Taktik.
So, theoretisch müsste von den Zombie-Pigments jetzt müssten alle tot sein. Ah, der noch nicht. So, da, hier sind noch zwei. So, der ist tot. Der ist tot. Yo, hier sind ja noch richtig viele. Nein. Oh mein Gott, ich muss jetzt erstmal ins Bett. Ah! Oh mein Gott, was passiert hier? Ah, ich muss schlafen, sonst sterbe ich gleich richtig. Komm, bitte nicht hitten. Ah! Oh, Alter, was war denn das hier schon wieder für ein Folgenanfang? Theoretisch müsste jetzt alles tot sein, was hier vorher war. Alter, ich hatte gerade echt Angst, dass ich mit den ganzen 150 Leveln jetzt erstmal direkt wegsterbe, ne? So, okay, ich weiß überhaupt nicht übrigens, ob die 8 Dias reichen werden, um alles zu reparieren. Aber ich würde sagen, das Schwert ist erstmal jetzt mit Abstand das Wichtigste, was wir reparieren können. So, dann hier der Harnisch und die Brust. Damit wir erstmal wieder so ein bisschen wenigstens equipped sind und das auch alles von der Haltbarkeit relativ passt. So, was machen wir mit den 129 Leveln? Ich weiß nicht, was ich verzaubern soll. Ich würde sagen, wir behalten die einfach erstmal, weil ich echt wirklich null Peilung habe, was ich jetzt verzaubern soll. Ich denke mal, ja, wir behalten die einfach. Ich crafte jetzt ein paar Betten und dann gehen wir mal rüber zu den Villagern. Das Gute ist, wir haben ja so viel Wolle glücklicherweise. Durch die Minen, die wir gelootet haben, ne, durch das Weihnachtswunder, haben wir ja so unendlich viel Wolle. Das ist so nice. Und ich brauche Holz. Muss mal ganz kurz auch Holz holen. Und ja, dann geht's direkt los. So, dann habe ich auch genügend Holz und dann mache ich mich jetzt direkt auf den Weg. Wow, wir hätten hier zur Not auch noch... Wir haben hier ja noch massig Holz. Oh, das habe ich übelst vergessen. Das hätte ich sogar auch für die Farm nutzen können. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, nicht zu ändern. So, jetzt muss ich mal hoffen, dass ich mich rechtzeitig in das Minecart setzen kann. Minecart und los geht's. Alter, das ist immer so todeslaut. Ich sehe es gerade in der Aufnahme, ihr werdet es wahrscheinlich leiser hören, weil ich es im Schnitt leiser mache. Diese Minecart-Strecke ist gerade genauso laut wie meine Stimme. Das ist so todeslaut. So, hallo liebe Villager. Alles fit im Schritt? Euch geht's gut? Oh, Haltbarkeit 2, aha. Okay, Leute, alles fit. Super, ich muss mal ganz kurz ein paar Betten machen und eure Brüder da oben bestärken, dass sie mal ein paar mehr Kinder zeugen hier. Ich weiß nicht, wie viele Betten wollen wir denn machen. Das Ding ist, ich will die Farm ja an sich auch noch ein bisschen vergrößern. Ich denke mal, mit den Betten, die wir jetzt haben, sollte das auf jeden Fall reichen. Hallo Leute, alles fit. Ich habe euch ja letztens ein paar Betten geklaut, ne? Ich entschuld mich mal dafür und hier, ihr kriegt neue. So und so. Und dann kommt hier noch eins hin. Das Ding ist, ich will eigentlich die gleiche Farm nochmal daneben bauen oder so. Damit wir nämlich mehr Kinder bekommen. Aber mal gucken, ich will mich heute erstmal mit den Villagern oder mich um die Villager kümmern. Beziehungsweise die schon mal abtransportieren, bla bla bla. Und zu Hause können wir dann gucken, dass sie passende Jobs bekommen. Ey, das Ding ist, oh Leute, ich muss ganz kurz mal... Alter, ich gehe viel zu oft, Leute, ich bin so ein unprofessionelles Stück Scheiße. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich muss kacken. Ich muss echt richtig hart kacken, ich komme gleich wieder. Leute, ich muss zugeben, ich habe richtig lang nicht mehr gut gekackt, ne? Also wirklich jetzt, ich habe richtig, richtig lang einfach keinen geilen Schiss mehr gehabt, so. Vorgestern war das, war ich bei meiner Freundin und habe da gekackt. Und ich glaube, ich saß eine halbe Stunde auf dem Klo und habe gepresst wie ein Stück Abfall, weil das einfach, es wollte einfach nicht raus, Leute. Es wollte wirklich nicht raus. Und ja, heute... Hä? Ist er gerade über den Zaun gesprungen? Bruder, er ist Jesus. So, du auch? Los, beweg dich. Aber heute muss ich wirklich sagen, heute hatte ich so einen richtig, richtig geilen Schuss. Das war so, ich habe mich hingesetzt, einmal kurz Sup, hat rausgeflutscht und es war so ein richtig angenehmes, befreiendes Gefühl, wisst ihr, wie ich meine? So, du kommst da. Was bist du eigentlich? Er ist jetzt Pfeilmacher geworden, okay. Interessant, hallo, du kannst da rein. Transportiere ich erst den einen ab und dann den nächsten. So, eins. So, okay, da fährt noch ein zweites Minecart hinterher, das hätten wir eigentlich nicht gebraucht, aber... Hallo! Du gehst da rein, sag mal. Also wirklich. So, und dann das nächste. Sehr gut. Ciao, Brudi. So, dann sind die beiden auf jeden Fall schon mal weg. Oh, die machen Liebe. Leute, die machen Liebe. Kommt. Ich will das Kind sehen. Werfen sich was zu? Ah, kommt. Kommt, macht das Kind. Ja. Das Kind ist da, oder? Ja. Hallo, Kind. Du bist mein neuer Gefangener, na? Alles gut? Brudi, du wirst deinen Eltern jetzt direkt entrissen. Ciao. So, okay, das Ding ist, ich kann eigentlich jetzt direkt mal kurz die Farm bauen. Ich so denke mal, dass das nicht zu viel Stuff, den wir dafür benötigen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder bei einer neuen, entspannten Folge. Morgen bauen wir, soweit ich weiß, nämlich die zweite Villager-Farm. Ich denke, das wird ganz interessant. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.